ungefähr 25 Meter vom Dirigentenpult entfernt, in der Höhe auf einem extra dafür gebauten Podest, mitten im Bühnenbild. Es gibt zwei parallele Positionen, eine auf der Gegenseite und eine hier. Es gibt zudem noch vier weitere Schlagzeugpositionen im Saal, je links und rechts in den Logen, und weit oben im zweiten Rang befinden sich noch zwei weitere Positionen. Die Kommunikation hier ist relativ schwierig, weil die Regie vorsieht, dass immer wieder der Vorhang zugeht während des Stückes. Das heißt, wir haben keinen direkten Blickkontakt zum Dirigenten. Wir müssen uns mit Monitoren helfen und mit Lautstärke-Monitorboxen, die uns den Klang des Orchesters hier hoch übertragen. Das Stück beginnt mit Holzhämmern. Es erinnert ein wenig an ostasiatisches Theater, wo durch hohe, starke Holzgeräusche die Aufmerksamkeit, die Konzentration des Publikums hervorgerufen wird. Die Funktion dieser Schlagzeugpositionen auf der Bühne haben etwas Signalwirkung hier. Wir spielen nicht sehr dicht hier oben, wir haben Signalinstrumente, ein weiteres Instrument. Hier sind verschiedene Eisenplatten, die mit Metallhämmern geschlagen werden. Oder dann sehr schön diese hängenden Metallplatten. Hier haben wir noch ein ganz besonderes Instrument, das in den 70er und 80er Jahren öfters Verwendung fand in der damals zeitgenössischen Musik, und zwar ein schlichter Radioempfänger, der nach Partiturvorschrift langsam eingeschaltet beliebigen Radiosendern versehen wird und in der Lautstärke leicht variiert wird. Sie müssen sich vorstellen, dass es vier dieser Radioempfänger gibt, die dann übereinander lagern, mitten im Stück auftreten. Eine besonders komponierte Stelle ist der Übergang vom dritten zum vierten Bild, wo alle sechs Schlagzeugpositionen im Opernhaus einen durchgehend konstanten 16-Rhythmus spielen, der sich über 40 Takte langsam zu einem grandiosen Fortissimo aufbaut.